Viele kennen die Legende von Kratos, dem Sterblichen, der zum Gott wurde und die Mauern des Olymps zum Einsturz brachte. Doch es gab eine Zeit, bevor Kratos zu dem Monster wurde, das man als Geist Spartas kannte. In God of War Ascension erlebt ihr, wie Kratos zum Kriegsgott wird, den er in God of War 1, 2, 3 spielt. Genauso wie im PSP-Ableger Ghosts of Sparta. Aber die Entwickler haben uns bei meinem Studiobesuch in Santa Monica gar nicht den Solo-Modus gezeigt. Die haben mir den Mehrspieler-Modus gezeigt. Und anfangs war ich ein bisschen irritiert, aber schaut mal selbst, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Eine Zeit, da ihn die Fesseln des Blutes nicht länger zu binden vermochten. Ist das nicht eindrucksvoll? Das ist der Mehrspielermodus von God of War Ascension. Hier spielen zwei Viermann-Teams gegeneinander in so einer Art Nahkampf-Brawler mit einer Teammechanik und ziemlich vielen Dingen, die man auch aus Shootern kennt, aus einem Levelsystem, Perks, Skills und verschiedenen Loadouts. Und ganz typisch God of War gibt es natürlich auch Finishing Moves, es gibt riesige Gegner, eine tolle Grafik und jupp, das Spiel wendet sich klar an Erwachsene. Der Spielmodus, den ihr hier seht, ist so eine Art Domination. Hier muss man diese zwei Zahnradapparate erobern und betätigen. Hier seht ihr auch noch, wie nebenher jemand ein Special zündet, um das zu erreichen. Und dann kann man diesen riesigen Koloss im Hintergrund nah an die Plattform ziehen und zum Mega-Finishing-Move ansetzen. Und der ist dann auch wieder so richtig God of War. Wow. Tja, und auch wenn ich der Meinung bin, dass God of War eigentlich gar keinen Mehrspielermodus braucht, das, was ich jetzt gesehen habe, das macht schon echt Lust auf mehr.